eine Kanzlergattin klagt einen Lagerarbeiter mit 1.500 Euro Monatseinkommen auf zumindest 11.000 Euro, vielleicht 51.000 Euro. Und zusätzlich hat sie ihm auch noch 8 DSA-Briefe geschickt, nach denen er noch einmal 50.000 Euro für das Nichtveröffentlichen einer Entschuldigung zahlen soll. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Kanzlergattin will von einem Lagerarbeiter ihrer Republik, ihres Landes, bei dem sie eigentlich die First Lady ist, über 100.000 Euro für ein läppisches Facebook-Posting. Unfassbar. Ich bin jetzt seit 54 Jahre alt, bin normaler Lagerarbeiter, verdiene 1.500 Euro netto. Sie sind ein Lagerarbeiter in Tirol? In Tirol, ja. Verdienen 1.500 Euro netto. 1.500 Euro, ja. Und ernähren davon Ihre Familie, Ihre Frau, den ganzen Haushalt, allein Familie verdienen. Ist meine Frau, ja. Ich habe zwar Kinder, aber der ist auch schon erwachsen und hat auch wieder Kinder. Also ich habe schon Enkel. Und das ist eigentlich mein Leben gewesen. Oder ist mein Leben mit den Enkeln. Warum haben Sie das geteilt, dieses Posting? Meiner Meinung nach, ich kann es wirklich nicht mehr sagen, ist das über ein Jahr her, fast anderthalb Jahre. Ich bin der Meinung, dass ich es nicht gepostet habe. Die gegnerische Partei behauptet, dass sie ein Like gemacht haben oder beziehungsweise Screenshot, dass ich das geteilt habe. Okay. Also Sie können sich gar nicht mehr erinnern. Nee, wissen Sie, was Sie vor einem Jahr tun haben an dem Tag? Die Klage lautet bei mir persönlich auf 11.000 Euro für dieses Vergehen oder für diese Beleidigung, wobei ich keine Beleidigung sehe da in den ganzen geteilten Schriftsatz, weil es gibt, ich bin so, das hat einmal buckeln gern, Kohle verdienen. Ja. Das ist halt einmal der Wortschatz, bin so. Und ob das dann beleidigend ist für die höhere Leute, weiß ich nicht, wollte ich nicht. Ich habe mich nicht entschuldigt, weil ich es nicht kann, weil ich ja, wie schon berichtet, am zweiten Tag nach Erhalt dieses RSA-Briefes das Facebook sofort gekündigt habe, dass nicht so etwas noch einmal oder wieder passieren kann. Daraufhin habe ich das Facebook sofort gekündigt. Das heißt, Sie waren so geschockt, dass Sie gleich ausgestiegen sind bei Facebook? Ja, sicher bin ich geschockt, weil wer kann sich da so solche Sachen noch leisten? Was das Leben wird teurer, alles wird teurer, nur der Lohn wird nicht teurer oder höher. Und 11.000 Euro jetzt da der Frau Nehammer zu zahlen, kann ich mir nicht leisten. Sie ist ja, mittlerweile ist sie First Lady. Also das hat sie wahrscheinlich nicht so geschadet und ihren Mann auch nicht da. Wenn sie sagt, sie steht in der Öffentlichkeit und jetzt steht sie in der Öffentlichkeit. Und wenn es wirklich so ein Schaden war, dann wäre er vielleicht nicht näher, wäre der Herr Nehammer nicht Bundeskanzler geworden. Aber mittlerweile ist sie First Lady. Also ist ihr Ansehen doch groß. Ist nicht geschadet worden, ihr Ansehen. Und glauben Sie, ist das hartherzig oder wie? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das nicht tun. Sie würden was nicht tun? Also ich würde nicht die Leute auf sowas verklagen. Ich hätte sie verwarnt, wenn es mir so nahe geht. Aber bitte, man verklagt euch nicht jemanden, nur weil er ein Posting teilt. Er hat ja keinen Umbruch oder ein Schwerverbrechen begangen. Er hat einen falschen Ausklick gemacht, wenn er es gemacht hat. Und das ist schon so lange her, er weiß es ja gar nicht mehr, ob er es überhaupt tun hat oder nicht. Und wenn ihr einen unbedachten Ausklick macht, dann verklage ich euch nicht leid auf so viel Geld. Ich verstehe das nicht. Sie sind verzweifelt? Ich bin verzweifelt, ja, darum sitze ich heute da. Ich würde Sie bitten, dass Sie das unterlässt. Und dass Sie sagt, okay, ich nehme die Entschuldigung an und ich ziehe das Ganze zurück. Als einfach als Menschlichkeit. Sie würden sie auch bitten, dass sie ihre Familie nicht ruiniert, nicht? Genau. Weil genau. Sie können eigentlich nicht mehr weiterleben, wenn sie das Verfahren verlieren. Das ist eben, jetzt war es ein stark, wir haben schon viel mitgemacht in unserem Leben, aber ich glaube, wenn man nicht so stark ist, jeder andere war schon vielleicht, bei uns in Georgenberg gibt es eine Brücke und da springen viele runter und wer weiß, ob sich nicht einige schon Gedanken gemacht haben, wenn das auf die Leute verklang, ob sie sich nicht lieber das Leben nehmen. Muss ich wirklich sagen. Oder manche also manchmal, es geht an die Substanz, wirklich, es geht an die Substanz. Ja. Und manche dann vielleicht nur zusätzlich sagen, er muss etwas tun, um die Schulden abzuzahlen bei ihr. Für ist ein Klacks, für manche Bürger ist die Zukunft. Ist es das Leben, ist es euer Leben und euer Geld, nicht? Und gerade in Zeiten dieser Teuerung.